Rundgang in der neuen Flüchtlingsunterkunft in Wetzlar. Alles ist fertig für den Einzug kommende Woche. Platz, der dringend gebraucht wird. Aktuell kommen in Hessen täglich rund 300 Geflüchtete an. Nicht allen gefällt das. In Bad Homburg treffen sich wöchentlich etwa 20 Menschen, um gemeinsam aufgebracht zu sein. Sie verlesen eigene Nachrichten, auch wenn diese nicht stimmen. Es gibt schon Fälle, dass Rentner aus ihren Wohnungen geschmissen werden, weil dort Flüchtlinge einziehen sollen. Die Wohnung sei zu groß für sie. Und das wird weitergehen. Das ist erst der Anfang. Aber wie sieht das wirklich aus? Hat Hessen seine Belastungsgrenze erreicht? Was sagen die, die täglich mit Geflüchteten arbeiten? Freitagmittag in der Migrationsberatung der Caritas Frankfurt. Die ist in Beratung jetzt gerade. Ich kann da sie nicht verbinden. Wie so oft gibt es viel zu tun. Sind Sie denn schon in Frankfurt gemeldet? Es gibt Tage, da klingelt es wirklich ständig. Leiterin Calogera von AU koordiniert die Beratungsgespräche. Zwei junge Männer brauchen ihre Hilfe. Und auch dieser Mann hat ein dringendes Anliegen. Wie so oft geht es um bürokratische Unterstützung, um Hilfe in Alltagsfragen. Und das ist typisch für so einen Tag. Viele betreuen sie seit Jahren. Ali flüchtete mit 16 aus Mali, jetzt macht er eine Ausbildung. Es hat schon angefangen, alles Rohrleitungsbau. Wow. Ihn konnten sie hier erfolgreich integrieren und genau dafür sind sie da. Das könnte aber in Zukunft schwieriger werden, denn die Zunahme der Flüchtlingszahlen ist gerade hier spürbar. Frankfurt gilt als Hotspot für Migranten. Viele haben die Hoffnung, in der wirtschaftsstarken Stadt Arbeit und Wohnung zu bekommen. Frankfurt ist in ganz Deutschland ein Magnet, das ganze Rhein-Main-Gebiet und erst recht die Stadt. Wir versuchen möglichst über Termine möglichst viel abzufangen, aber es ist zunehmend schwierig, weil wir manchmal Termine 2, 3, 4 Wochen brauchen, bis wir sie ihnen geben können. Wenn die Frankfurter Messe jetzt zu Hessens Erstaufnahmestützpunkt wird, bedeutet das für ihre Beratung noch mehr Arbeit, die aber kaum leistbar ist. Auch weil der Bund plant, 30% der Mittel für Beratungsstellen wie diese einzusparen. Wir müssten mehr Eigenmittel einstellen in die Einrichtungen. Das werden wir auf Dauer nicht leisten können. Wir haben jetzt erstmal für 2024 entschieden, dass wir diese Lücke tragen. Aber dann werden wir überlegen müssen, wo wir Ressourcen abbauen. Dabei wird der Bedarf an Integrationshilfe eher steigen, denn es werden immer mehr, die in Gießen ankommen. Jetzt sind es doppelt so viele wie noch Anfang September. Von hier aus werden sie in die Kommunen verteilt. Doch auch dort wird der Platz knapp. Entlastung bringen für den Lahn-Dill-Kreis soll diese neue Unterkunft in Wetzlar für rund 250 Menschen. Willkommen steht auf dem Plakat, beim Presserundgang aber erleben wir anderes. Jubelt ruhig alle, dass hier noch mehr kommen, rufen Fahrradfahrer über den Zaun. Und auch andere sind wütend. Ich finde es eine Katastrophe. Aber man macht ja heute für die anderen mehr als für die eigenen Leute. Gell? Der Sozialdezernent zeigt sich davon unbeeindruckt. Die Widerstände waren minimal und in enger Kooperation mit der Stadt Wetzlar haben wir diese Notunterkunft hier errichtet. Zurück bei der Frankfurter Caritas. So. Gary. Hallo. Dass in Teilen der Bevölkerung die Stimmung kippt, merken auch sie. Für Sozialarbeiterin von Au und ihr Team ist das aber eher Ansporn, noch mehr zu tun, auch wenn das kaum möglich ist. Schon jetzt können sie längst nicht alle Anfragen bewältigen. Von daher könnte man vielleicht auch schauen, ob sie auch in Ausbildung kommen. Und wie es hier in Zukunft mit mehr Hilfesuchenden und wohl weniger Geld weitergehen soll, ist noch unklar. Unsere Sorge ist einfach, dass die Menschen auf der Strecke bleiben. Und die müssen aber, um hier ihren Part zu tun, eine Existenz aufbauen können. Und dafür sind wir da. Ob sie hier eine Flüchtlingswelle 2.0 schaffen würden? Aufgeben ist keine Option. Auf keinen Fall. Steigende Flüchtlingszahlen, Platzprobleme, Unmut in der Bevölkerung. Es wird vor allem wieder auf die Helfenden ankommen, damit die Integration trotzdem vorankommen kann. Ja.